Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt mal eine Abkürzung nehmen. Oder eher eine Verlängerung. Eine verlängerte Abkürzung quasi, wenn man so will. Halt. Erst wollte ich den Hammer aufbrauchen. So. Wir wirken jetzt die Rückkehr. Gut, wir werden dann erstmal in Dings rausgeschmissen. In meiner Festung wahrscheinlich. Gehe ich mal felsenfest von aus. Das heißt, es kommen mir gleich wieder die beiden Typen entgegen. Oh. Aber hey, mit dem werden wir auch fertig. Hoffe ich. Sucht ihr spezielle Werkzeuge? Oder ich umgehe die elegant, indem ich nach Laut gehe und dann von da aus per Schiff nach Ebenherz. Das wäre natürlich noch praktischer. Aber auf jeden Fall muss ich die Markierung mal umsetzen. Das habe ich nämlich ganz vergessen, das zu machen. Ja, mache ich mal bei nächster Gelegenheit. Direkt ins Haus der Handwerker. Da kann ich dann nämlich dann den ganzen Scheiß da direkt verkaufen. Und dann haben wir das. Also wir sehen jetzt hier nochmal ein bisschen Grundspielinhalt. Das ist doch auch mal schön. Aber auf jeden Fall ein Unterschied. Alter Schwede. Also die Gegner, Halleluja. Also man sollte das echt nicht betreten, bevor man wirklich die Main Story abgeschlossen hat. Also so wie wir bisher auf die Fresse gekriegt haben, doch, das war nicht ohne. Scusi. So. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen sind auch weitere Charaktere dazugekommen. Er hier zum Beispiel. Er war vorher gar nicht da. Vorher war nur dieser andere Templer-Typ da. Aber der hat bestimmt auch noch seinen Nutzen. So, jetzt müssen wir die Tante erstmal wieder aufsuchen. Die hält sich, glaube ich, hier auf. Da ist sie. Ja, ich will nach Grabenfeste. Dankeschön. So, jetzt werden Grabenfeste. Da haben wir die königliche Wache. Da ist der Hof. Mann, Entschuldigung. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte... Da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Großer Bazar. Göttergriff. Vielleicht sollte ich erstmal in den... Entweder gehe ich in den Bazar. Ich muss sowieso zum Tempel, fällt mir gerade ein. Ich muss ja die Quest noch abgeben. Aber ich will erstmal den ganzen Loot, den ich habe, loswerden, bevor ich nachher wieder voll bin. Dann werde ich gar nichts los. Das wäre ja nicht so geil. Und dann werde ich da auch gleich mal den Markieren-Zauber wirken. Direkt hier, damit ich direkt gleich am besten hier direkt vorm Schmied. Markierung. So. Dann biete ich genau das, was ihr sucht. Das heißt, ab jetzt landen wir nicht mehr in meiner Festung, so wie es vorher der Fall war, sondern wir landen ab jetzt hier. Das habe ich mir gedacht. Na, ich glaube, ein Schild kann ich noch oben drauflegen. Okay, zwei Schilde. Okay, ich kann doch noch ein bisschen was drauflegen. Wer ist damit? Das, 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 das. Jawohl. 24 Stunden warten. Handeln. Jo. Die Äxte sind ein bisschen mehr wert. Würde ich mal sagen. Bisschen mehr wert. Ja, geringfügig mehr wert. So. Und an den Typen oben kann ich ja die ganzen Ringe und das alles verkaufen. Also die magischen Gegenstände und so. Ich werde die jetzt nicht großartig horten, ehrlich gesagt. Bis auf den Schild hier. Den werde ich behalten. Aber alles andere brauche ich eigentlich gar nicht, weil das sind ganz gewöhnlich magische Gegenstände. Ich werde die auch verkaufen, was soll das? Also wenn das jetzt irgendwie Questgegenstände oder sowas wären, wäre das natürlich schon scheiße, aber das erkennst du ja, den Unterschied. Das werde ich nicht los. Die Tränke müsste ich auch noch irgendwo loswerden. Hast du Pfeile? Sieht nicht so aus. Du hast Bolzen. Doch, du hast Pfeile. Silberpfeile hast du. Aber die will ich erstmal nicht. Und dann handle ich ihn nochmal auf 4208 hoch. Zack, wunderbar. Dankeschön. Und jetzt suche ich nochmal den Typen oben auf, den Verzauberungs-Heini. Der dürfte hier sein. Da ist er.
Die Seelensteine, den Seelenstein, den Seelenstein, die Seelensteine, die haben ja auch ein gewisses Gewicht. Den kannst du haben, den kannst du haben, das kannst du haben, den kannst du haben, den... Ach komm, warte mal, den Gürtel, der Kahngürtel, das klingt so besonders, ich behalte den mal noch. Aber das kannst du haben. Tränke werde ich wahrscheinlich nicht los, das habe ich mir gedacht. Den handle ich mal auf, sagen wir mal, 440 hoch. Abgelehnt. 430, auch abgelehnt. 425, auch abgelehnt. Nur sei mal nicht so geizig, Kollege, ne? Benötigt ihr etwas? Ja. First try auf 100 hoch. Perfekt. Der hat, glaube ich, nichts für mich gehabt. Ne, ich gehöre nicht hierher. Muss das sein? Das ist so ermüdend. Tja. Ist halt so, ne? Mein Freund. So, dann... Die Götter gewähren euch Gerechtigkeit. Geil. Ich wollte jetzt eigentlich zum Tempelhof. Da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Dann müssen wir uns ja auch noch um die Quest von der Dunmerin kümmern. Weil direkt unter dem Tempel sagte sie ja, ist ihr Freund oder ihr Mann oder ihr Begleiter oder wer auch immer da unterwegs. Du warst das, ne? Genau, Goblin-Armee. Ihr habt die Häuptlinge und ihre altmärischen Ausbilder getötet. Ihr seid noch am Leben und könnt davon berichten. Interessant und verwunderlich. Vielleicht habe ich euch unterschätzt, Weeper. Aber seid versichert, das wird mir nicht wieder passieren. Nehmt dies als Zeichen und des Dankes unserer Fürste. Gut gemacht. 15.000 Draken. Ui. 15.000 Draken. Heidewitzka. Ich habe jetzt nichts für euch. Sprecht mit Garvas drin, dem obersten Erzkanoniker. Er hat sich gerade heute Morgen mit Herrin Amalexia getroffen. Vielleicht hat er etwas für euch. Ja, aber nicht jetzt. Ich würde jetzt gerne erstmal die Quest für das Mädchen machen. Der große Basar, ja, den müssten wir eigentlich auch nochmal besuchen. Vor allem der Tempel müsste hier doch eigentlich auch Zugänge haben zur Kanalisation oder etwa nicht. Es würde mich wundern, wenn er keine hätte. Erstmal decken wir hier den ganzen Rahmen auf. Aber kommt das Geräusch nur von den Bäumen? Vor allen Dingen nur an der Seite irgendwie, ne? Hier vorne ist gar nichts. Ja, das kommt von den Bäumen. Das Geräusch wird von den Bäumen ausgelenkt. So wie sich das anhört. Ja, das wird von den Bäumen ausgelenkt. Das geht nur von den Bäumen aus. Hi, na? Immer noch keine Zeit. Okay. Tut mir leid. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oder wir müssen nochmal in den Basar und von dort aus dann dahin. Ich glaube, das mache ich auch mal. Im Basar müsste ja ein Zugang sein. Den Basar haben wir ja auch noch gar nicht besucht. Das scheint auch ziemlich übersichtlich zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ah, da haben wir ja schon mal einen Kanaldeckel. Sehr schön. Wunderbar. Genau. Sehr gut. Ich werde jetzt auch erstmal mit keinem NPC sprechen. Händler. Pfandleier. Okay. Okay. Ich darf mich bedienen anscheinend. Oder aber es hat keine Wache gesehen. Schneider, okay. Also hier sind keine Schilder dran, sondern stattdessen stehen die als Namen einfach drauf. Okay, auch gut. Magieladen, Waffenkammer, Buchhändler. Mhm. Man wird euch an euren Worten messen. Jojo, schon recht. Gut, das ist also die eine Seite. Und die andere Seite sieht wahrscheinlich ähnlich aus von der Händlerdichte her. Würde ich vermuten. Was bist du? Es ist nie leicht, nicht wahr? Hä? Wozu ist das denn da? Die Gerechtigkeit schlägt. Ich grüße euch, Dunkelelf. Ihr wollt wahrscheinlich hinter der Bühne mit. Dann unserer kleinen Truppe hier inne. Was?
Okay. Ich habe keine Ahnung. Der hat einen geilen Marktstand hier. Der in der Rivarine. Hier in Gramfeste. Sehr interessant. Das ist ein Durcheinanderhändler. So wie es aussieht. Kann ich immer ja mal die ganzen Tränke hier mal. Hier, nimm den Alkohol, komm. Siehst so verdurstet aus, mein Freund. Das Buch kannst du haben, das brauche ich auch nicht mehr. Das Daedra-Herz. Die Daedra-Haut. Den Rubin. Den Smaragd. Ich habe nichts mehr, ne? Nichts Interessantes für ihn. Ups. War klar. Geht doch. Warum nicht gleich so? Was ist das denn? Ach so. Na? Du Hochordinator? Was bist du? Du bist ein Schmied. Ich hätte nicht erwartet, den Nerevarine hier in Gramfeste anzutreffen. Tja, kannst mal sehen, mein Freund. So ändern sich die Zeiten. Nein. 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 Was bist du? Entschuldigt mich bitte. Die ist auch ausgerüstet, okay, Chanel. Das war auch gerade überhaupt nicht. Ist das so ein bisschen asiatisch angehaucht? So ein bisschen fernöstlich? Das sieht so ein bisschen fernöstlich angehaucht auch aus. Ein klitzekleines bisschen. Geil, ich kann raufspringen. Huhu. Eigentlich wollte ich nur erstmal zum Kanaldeckel. Palast. Häuserdistrikt. Genau, das ist die dunkle Bruderschaft. Palastkanäle. Ich würde eigentlich eher gerne zu den Tempelkanälen. Bin ich wieder hier. Gott, ist das verwirrend. Westkanäle. Häuserabwasserkanäle. Bazarabwasserkanäle. Es ist so verwirrend. Schalalalala. Es ist so verwirrend. Ach Mensch. Und tschüss, Mann. Ja, gut. Okay, überzeugt. Hallo, du Arsch. Ich hau dich um, weil ich es kann. Und tschüss. Und dein Kumpel hier hau ich auch gleich mit um. Und tschüss. So. Also Schilder werden zwar hier immer mehr, aber hey, was soll's. Oh! Oh, der meckert auch ein bisschen anders. Der Lich. Das war ein einfacher Angeist. Okay. Auch gut, erledigt. Nein, nein, danke. Die spawnen also doch nach. Ich dachte, die würden nicht nachspawnen. Aber okay, die spawnen nach. Soll nicht mein Problem sein. Na, kommen mir hier Goblins entgegen. Keine Goblins. Ach, das Mädchen kommt. Ist höchstens hierher. Häuserdistrikt. Ist das vielleicht gleichzeitig der Tempelbezirk? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich werde es ja sehen. Gleich kommt mir die dunkle Bruderschaft entgegen und meuchelt mich. Ich wusste es. Und es sind alles Dunmer anscheinend. Dunkle Bruderschaft Lehrling. Dunkle Bruderschaft Geselle. Mhm. Die Rüstung wiegt ja nicht so viel, ne? Nö. Vergleichsweise hat sie ziemlich hohen Wert.
Ui, das hat... Ui, das... Ui, 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 Freunde! Ihr seid ein paar mehr, würde ich mal sagen. Also zahlenmäßig seid ihr definitiv in der Überlegenheit. Mist. Die Schweinepriester lassen sich nicht so leicht erwischen, wie ich es mir erhofft hatte. Okay, den haben wir. Hauptsache, es ist keine Lähmungsklinge im Spiel, aber das ist echt mies. Muss ich sagen, das ist echt mies. So eine miese Klinge, das ist echt gemein. Gift, ja, gut, okay. Nee, den Gefallen tue ich dir nicht. Stirb du doch. Was wie deine Kollegen. Gut, die Waffe hat sich aufgelöst, wunderbar. Was war das gerade für eine Waffe? Dädrisches Tanto. Ich hoffe, die spawnen nicht nach. Sonst habe ich... Alter, guckt euch das an. Ja, ich habe ein paar... Ich habe ein paar Rüstungen erbeutet, ne? Und das war noch nicht mal alle. Es kommen noch mehr. Ich sollte erstmal ein bisschen Platz machen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, Scheiße. Alter, da habe ich mich auf was eingelassen. Halleluja. Egal, ich hau die Leute um, gar kein Problem. Komm, den hau ich auch noch weg hier. Und da kommt der nächste Kandidat. Wunderbar, der will auch noch auf die Fresse. Geht los. Und da kommt noch einer. Und der kriegt auch noch einer aufs Maul. Und ich übrigens auch. Gut, dass ich vorher ein paar Tränke gesammelt habe. Ich habe ja auch noch die Tränke hier. Nein! Einer von denen hat Lähmung. Scheiß die Wand an. Das ist echt mies. Lähmung ist sowas von fies. Die Frage ist, wer von denen hat die? Ich vermute mal den ich gerade hier so durchnehme. Klingt verkehrt, ich weiß, aber es ist so. Alter, ich habe jetzt schon sämtliche Tränke, die Goblins verbraucht. Huiuiuiuiui. Freunde, ihr seid ja richtig munter dabei, wa? Mein lieber Herr Gesangsverein. Das waren ein paar Anhänger der dunklen Bruderschaft. Rächer, oha. Wofür? Ich hab doch gar nichts gemacht. Alter Schwede, die Jungs haben echt reingehauen. Puh. Das war echt übel. Sitis, ja. Wen wundert's? Dass ich das Buch hier finde, das überrascht mich überhaupt nicht. Sitis ist ja die entscheidende Figur von der dunklen Bruderschaft. Normalerweise spawnen ja menschliche Gegner nie nach. Wo bist du? Da bist du. Ja, komm her. Ich bin hier. Da komme ich eben zu dir. Auch gut. Aber auf die Fresse kriegst du allemal. So. Attentäter. Schöne Umschreibung, aber es ist alles dasselbe eigentlich. Nordgebäude. Mhm. Ostgebäude. Ist klar. Es sind aber auch alles Doomer und vor allen Dingen alles Männer. Es ist keine Frau dabei.
Okay, der hat eine normale Waffe dabei, schon mal gut. Oh, tschüss. Der nächste Recher down. Da ist er down, da ist er down. Alter, guckt euch die Rüstung an. Ich glaube, bis ich das alles los bin, das wird dauern. Und vor allem, wenn ich damit erstmal fertig bin, ich werde mich erstmal neu ausrüsten müssen, glaube ich. Alter. Ich meine, meiner Schmiede kommt das nur zugute. So ist es nicht. Auf 70 mittlerweile. Scusi. Meine Güte, der muss da raus. Aber menschliche Gegner sind bisher nie nachgespawnt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie wiederkommen. Ehrlich gesagt. Und es sieht so aus, dass ich den Außenbereich soweit gesäubert habe von denen. Also es kam im Grundspiel jedenfalls kam es nicht vor, dass die menschlichen Gegner oder mehr Gegner wiederkamen. Also Elfen. Bisher war es immer so, wenn die tot waren, waren sie tot. Dann blieben sie auch tot. Aber man weiß ja nie. Gerade bei der dunklen Bruderschaft bin ich mir da eher nicht so sicher. Bevor ich da großartig weitermache, werde ich erstmal die Rückkehr wirken. Wo haben wir sie denn, die Rückkehr? Alter, ich habe nur noch 6 Zangen bei mir. Das ist fast gar nichts. Ich sollte auch mal unter R gucken. R wie Rückkehr. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Da ist sie. Braucht ihr Rüstung nach Maß? Dann biete ich genau das, was ihr sucht. 3.700, das ist auch ein toller Betrag. 3.792. Hervorragend. Und Alter, die Waffen sind auch so viel wert. Ich drehe am Rad, ey. Wie soll ich das denn alles loswerden? Oh. Ja, ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis ich das alles los bin. Alter Scheiße. Das wird echt dauern, bis ich das alles los bin. Halleluja. Und dann muss ich auch noch kaufen. Also ich werde mal 12 Hammer mitnehmen. Dann verkaufen wir die Stiefel, die Schulterplatten links. Ich habe ja mindestens eine Rüstung gelagert. Und schon sind wir bei über 8.000. Gut, ich hangel jetzt nicht unmittelbar am Hungertod. So ist es nicht vom Geld her, aber es ist trotzdem nicht Muss das sein? Das ist so. Das sieht ein bisschen lustig aus, wie der Typ gerade rumläuft. Aber auch ein bisschen erbärmlich, muss ich sagen. Zack. Oh, jetzt habe ich irgendwas angeklickt, aber alles gut. So, und dann noch die Harnische. Guck mal, die Harnische alleine schon 7.000. Alter. Der Trisches Tanto haben auch nochmal einen Wert von 14.000. Alter, das ist doch Wahnsinn. Wie soll ich das alles loswerden? Ihr habt ja bestimmt Zeit mitgebracht, ne? So, die 3 Vulkanglaswaffen. Ach ja, muss ich nicht immer zum Kriecher, der freut sich. Hat er mal seine Ruhe von mir. Das sieht echt geil aus, der Typ. Oben, unten Vulkanglas, oben dunkle Bruderschaft und ein Goblin-Schild. Geile Kombi. Echt. So, dann das noch. Vielen Dank. Puh. Also ich sollte, glaube ich, echt nochmal zum großen Bazar gehen. Und mir zumindest mal ein paar Tränke nachkaufen. Weil so wie mich die dunkle Bruderschaft gerade rangenommen hat, das war ja echt schon hardcore. Ich finde das schade, dass dieses Geräusch nur auf die Bäume beschränkt ist. Vor allen Dingen ist es so dschungelartig. Das passt so überhaupt nicht eigentlich in die Stadt, weil die Stadt hat nichts von einem Dschungel. Ehrlich gesagt.
Pfeile haben wir noch mehr als genug. Aber Tränke sollte ich vielleicht mal ein paar nachkaufen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ein harter, aber gerecht. Ah, danke. Magieladen. Zauber. Nee. Bist du Alchemie zuständig? Ist das dein Zuständigkeitsbereich? Ja, sieht gut aus. Du hast aber nur zwei davon. Komm, ich gebe dir Ektoplasma, die Aschekartoffel, das kriegst du und das kriegst du. Kann ich dich auf 200? Nein. 200 runterhandeln? Nein. 205? Okay. Das ist das erste Mal, dass ich für Tränke bezahle. Vorher habe ich die immer, habe ich immer genügend gehabt eigentlich. Das ist jetzt das erste, erste Mal, dass ich tatsächlich welche nachkaufen musste. Aber könnt ihr mal sehen, was für ein Hammer die dunkle Bruderschaft ist. Oh. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, nochmal gegen Untote zu kämpfen. Ich laufe jetzt einfach weg. Komm. Ist zwar eigentlich nicht meine Art. Hier ist auch schon wieder so ein blöder Lich. Ja, komm. Spielt alle tote Männer, ist mir egal. Ganz ehrlich. Ihr seid ja zum Glück nicht so schlau wie die Gegner aus Skyrim und kommt mit durch andere Bereiche. Sondern ihr bleibt da, wo ihr seid. Das Mädchen ist weg. Warum auch immer, aber sie ist weg. Nein! 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 Die spawnen nicht ernsthaft nach. Doch. Ich glaub das nicht. Die spawnen echt nach. Wie gemein ist das denn? Sowas ähnliches habe ich befürchtet. Die spawnen echt nach. Ich glaube das nicht. Ich habe gedacht, ich hau die einmal weg und dann ist gut. Ja, Pustekuchen. Die kommen echt wieder. Scheiß die Wand an. Diese verdammte dunkle Bruderschaft. Die kommt echt wieder. Ich glaube das nicht. Der scheint ein Tanto bei sich zu haben. Oh, der ist ein bisschen schwächer. Und wie geht es euch so? Alter. Das ist ja echt gemein. Die spawnen echt alle wieder nach. Scheiße. Ich hab gedacht, es wäre Schluss danach. Ja, Pustekuchen. Kommen alle wieder zurück. Hi. Mein lieber Herr Gesangsverein. Die spawnen echt nach, du. Ich glaub das nicht. Ich hab gedacht, ich hau die einmal um. Feierabend, Pustekuchen. Die kommen echt alle wieder. Klasse. Das wusste ich nicht. Das konnte ich nicht wissen. Oh, du bist jemand Spezielles. Was hast du gerade gerufen? Ein Bogen. Okay, das geht noch.
Alter, ist er stark. Entweder ist er so stark oder ich mache so wenig Schaden. Also beides ist möglich. Oh, der Kerl ist auf jeden Fall ein besonderer. Okay. Dunkle Bruderschaft Vertrag. Wir haben was gefunden, ein Hinweis. Ich bin gespannt, wer uns tot sehen will.